Meine sehr verehrten Damen und Herren, seit 7 Jahren ziemlich genau haben wir das Homburger Keratokonus-Zentrum, die Abkürzung war mit dem Z nicht so gut, also dem haben wir es HKC genannt, gegründet. Sie sehen praktisch das Kernteam hier und ich möchte Ihnen jetzt eine ziemliche subjektive Auswahl dessen, was ich für wichtig erachte, in der nächsten Viertelstunde darstellen. Ich darf Ihnen schöne Grüße von meiner Frau übermitteln, ich werde nicht über die Excimerlaserkeratoplastik reden. Sie wissen, dass die Ekstasin der Kornea natürlich nicht nur der Keratokonus ist. Der Keratokonus ist unser Freund, mein ganz spezieller Freund, aber wir haben auch solche Stiefgeschwister wie den Keratotorus oder die pellucide marginale Degeneration oder den Keratoglobus, wo auch ein erfahrener Hornhautchirurg froh ist, dass er eine gute Kontaktlinsenanpassungsabteilung hat. Das sind solche Bilder des Keratoglobus oder diese extremen Verdünnungen unten am Limbus, die man nicht gern operiert. 3 Ziele sind es des Homburger Keratokonuszentrums: die Frühestdiagnose, dann die stadiengerechte Therapiemöglichkeit und auch die Ursachenforschung, und zwar immer auch im Langzeitverlauf, also die nächsten 11,5 Jahre auf jeden Fall noch. Die Hypothyreose spielt eine Rolle, spätestens nach dieser Arbeit von Herrn Thanos aus Münster. Also wir glauben, dass der Hypothyreoidismus zu einer verminderten Steifigkeit und Keratektasie führt. Insgesamt haben wir in den letzten 7 Jahren fast 1000 Patienten eingeschlossen, davon über 500 im Langzeitverlauf. Wir wollen die Patienten alle 6 Monate bis 12 Monate sehen und ein Patient war bisher schon 11 Mal da gewesen. Am Ende werde ich dann noch, ganz so wie ich es eben verstehe, einige Aspekte aus unserem Grundlagenlabor, wo auch Herr Latter beteiligt ist, vortragen. Ich möchte anfangen, kurz ein Ergebnis von Frau Goebbels, die sich ja sehr darum gekümmert hat, darstellen, nämlich, dass die Skiaskopie bei Kindern oder bei Behinderten oder bei alten Patienten, vielleicht auch im Altenheim, eine gute Methode ist, um einen Keratokonus von einem Nicht-Keratokonus zu unterscheiden, dass man aber mit der Skiaskopie keine Stadientherapie nach den TKC-Stadien der Pentacam erheben kann. Begonnen haben wir zu publizieren 2013. Patientenrekrutierung erfolgt natürlich aus unserer Hornhautsprechstunde, die wir Montag und Mittwoch und Freitag mindestens machen, dann schilddrüsenerkrankte Patienten aus unserer endokrinologischen Ambulanz und auch Patienten mit Down-Syndrom, denn ein weiterer Traum von mir ist es darzustellen, dass die Hypothyreose das Missing Link zwischen Keratokonus und Down-Syndrom ist. Dann haben wir natürlich wie alle so schöne Aufklärungsschriften mit den Bildern derer, die beteiligt sind, einen Flyer, den wir auch in Englisch haben für unsere Soldaten von Rammstein und Landstuhl und entsprechende Einwilligungserklärungen. Der Ablauf muss standardisiert sein, weil sonst kommen die Patienten nicht wieder zurück. Und dazu gehört insbesondere die Aufklärung und das assistierte Ausfüllen eines standardisierten Fragebogens. Und hier legen wir insbesondere Wert auf eine ausführliche Schilddrüsenanamnese und wir legen auch Wert auf eine ausführliche Kontaktlinsentrageanamnese in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Gerätediagnostik ist hier aufgelistet. Natürlich ist für die Tomographie, insbesondere die Pentacam und das Casia Vorderabschnitts-OCT wichtig, für die Biomechanik der Ocular Response Analyzer, und seit 6 Wochen versuchen wir die Qualitäten des Corvis bezüglich der Biomechanik zu verstehen. Sie wissen, dass beim ORA diese Standardparameter, die Sie bekommen, völlig irrelevant sind bezüglich der Diagnose des Keratokonus. Aber nach Einführung des Keratokonus Match Index und der Keratokonus Match Probability können wir gewisse Aussagen treffen. Es geht irgendwo von über 1 bis unter 0 hier. Und bei diesem milden Keratokonus haben wir zum Beispiel einen Wert von 0,069. Und diese Arbeit von Frau Goebbels von 2015 hat mal versucht, zusammen mit der experimentellen Ophthalmologie, die TKC-Stadien mit zum Beispiel den KMI-Werten des Ocular Response Analyzers in Verbindung zu bringen. Und es konnten also wirklich diesen TKC-Stadien auch ORA-Werte zugeordnet werden. Vielleicht, wenn Sie sich diese Zahl von Größe 0,77 merken bezüglich des Vortrags von Herrn Hager über den einseitigen Keratokonus. Was ist der Unterschied zwischen dem ORA und dem Corvis? Ich kann aus Zeitgründen nicht im Detail darauf eingehen. Beides sind Pneumotonometer und während das ORA mit einem Infrarot-LED-Reflexionsmechanismus arbeitet, basiert das Corvis auch auf einer Scheinflugkamera. Ich darf Ihnen dieses Bild der normalen Hornhaut, natürlich Firmenbilder, zeigen und all diese Parameter, die Eindellung, der Winkel hier, die Breite der Eindellung wird hier alles mit Parametern vermessen. Das ist ein Keratokonus, Stadium 2,
der lässt sich wesentlich mehr eindrücken. Sie sehen, es vibriert hier mehr, es ist asymmetrisch. All das geht in Parameter ein, die hier in diesen vier Feldern dargestellt sind. Insgesamt wird dann ein sogenannter Corvis Biomechanical Index berechnet. Wenn Sie diese Arbeit von Ambrosio lesen, wissen Sie mehr als ich wahrscheinlich. Und dann kann man das kombinieren, weil das ja die gleiche Firma ist. Ich weiß nicht, ob die überhaupt hier ist und sponsert. Sponsert nicht, braucht es nicht. Und dann kann man es mit den Pentacam-Daten, mit diesem Bellin-Ambrosio D-Wert kombinieren zu einem TBI-Wert, Tomographic Biomechanical Index. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass diese Werte beim Keratokonus sehr oft rechts oben anschlagen. Das heißt, ich glaube, die wirkliche Wichtigkeit dieser Geräte ist zum Ausschluss der Frühform, der Frühestform eines Keratokonus im Rahmen der refraktiven Chirurgieberatung, um eben nicht eine Formfrust-Keratokonus einer LASIK und damit später vielleicht einer iatrogenen Keratektasie zuzuführen. Was ich anregen möchte, ist, dass wir dieses ABC-Degrading-System nach Bellin, was er 2016 in Englisch in den klinischen Monatsblättern publiziert hat, wirklich zur Anwendung bringen. Er hat also hier entgegen den von mir nie gemochten und auch nie gekonnten Amsler, Krummeich und was weiß ich, Stadien, die ja immer zu ganz verschiedenen Ergebnissen geführt haben, hat er sowohl für die Vorderflächenkrümmung, für die Rückflächenkrümmung, für die dünnste Stelle und für den Visus und für die Vernarbung jeweils individuell ein Stadium ausgegeben. Also es gibt dann zum Beispiel A1, B2, C1, D0 und solche Dinge. Ja. Und das kann man dann sehr gut darstellen. Zum Beispiel hier ein asymmetrischer Keratokonus, die normalen Werte rechts und links. Und diese ABC-D-Klassifikation ist dann hier dargestellt. A, B, C, D. Den Visus muss man dann noch eingeben. Und diese Ergebnisse, die dokumentieren wir schön in unserer elektronischen Patientenakte. Und geben es dann an unsere Partner auch als elektronischen Brief weiter und dieses ABCD-Stadium wird dann bei jeder Kontrolle immer wieder individuell angegeben. Sie wissen, dass der Keratokonus naturgemäß eine asymmetrische Erkrankung ist, hier rechts, hier links. Und wir haben das mal untersucht, 350 Keratokonus-Patienten und 68 LASIK-Patienten und haben die Unterschiede zwischen den Augen dargestellt. Und wir haben gesehen, dass nur bei ungefähr einem Drittel der Patienten, die beide Augen im gleichen Pentacam-TKC-Stadium waren, bei einem Drittel war ein Schweregrad Differenz, bei einem Viertel zwei Schweregrade und bei 10% sogar 3 bis 4 Schweregrade Differenz. Es verwundert nicht, dass der Unterschied zwischen den Prä-LASIK-Augen natürlich minimal war und der Unterschied beim Keratokonus natürlich immer signifikant größer. Aber was wirklich, glaube ich, nicht hundertprozentig bekannt war, ist, dass der Unterschied mit der Zunahme des Schweregrades am schlechteren Auge, hier TKC4, zunimmt. Hier mal für das Delta KI herausgegriffen. Also die zwei Augen reagieren ganz anders. Das eine kann voranpreschen und das andere bleibt weit zurück, Gott sei Dank. Dann war ja immer die Rede davon, insbesondere auch im Hinblick auf die DALK, dass das Endothel beim Keratokonus gut ist, sehr gut ist. Aber wir konnten zeigen, dass die Endothelzelldichte mit zunehmendem Stadium signifikant abnimmt und dass auch der Variationskoeffizient der Zellen mit zunehmendem Keratokonus-Schweregrad signifikant zunimmt. Nächster Punkt, Reproduzierbarkeit. Wenn wir die Progression zum Beispiel im Hinblick auf das Crosslinking bestimmen wollen, müssen wir sicher sein, dass nach einem halben Jahr das gleiche Gerät auch wieder den gleichen Wert misst. Und deswegen haben wir die Reproduzierbarkeit zwischen Vorderabschnitts-OCT und Pentacam verglichen. Wir haben die 4 Schweregrade genommen und Normalprobanden, jeweils 24 Augen, und haben 5 Wiederholungsmessungen gemacht, also Kopf zurück, wieder Kopf rein, neu gemessen. Und diese Tabelle verdanke ich Herrn Dr. Eppich. Wir haben die mittleren Vorderflächenhornhautbrechkraft gemessen, Rückflächenbrechkraft, den Astigmatismus der Vorderfläche und die dünnste Stelle. Und Sie sehen, dass natürlich, das ist Milchmädchenrechnung, mit zunehmendem Schweregrad diese Werte jeweils zunehmen, dass aber zum Teil deutliche signifikante Unterschiede sind, zum Beispiel bei der dünnsten Stelle müsste das Casia immer signifikant dünner als die Pentacam. Man darf also nicht die zwei Geräte austauschen oder wenn Sie einen Befund von zu Hause mitbringen lassen, dann reicht das manchmal nicht aus, wir wollen das immer mit dem gleichen Gerät messen. Und wenn man jetzt die Reproduzierbarkeit anschaut, im Sinne der Standardabweichung, dann nimmt die natürlich zu mit zunehmendem Keratokonus-Stadium. Also je stärker der Keratokonus ausgeprägt ist, desto weniger kann man sich auf diese Geräte verlassen. Und da gibt es auch signifikante Unterschiede zwischen den
Geräten. Dann komme ich schon in Richtung Endspurt zu der Therapie. Ich habe 28 Jahre die These vertreten, dass man beim akuten Keratokonus nichts macht, sondern dass man da einfach nur Tröpfchen gibt, abschwellt und dann wartet, insbesondere aber keine Keratoplastik macht. Aber nach dieser Arbeit aus der Arbeitsgruppe um Moraine haben wir diese tiefen prädestimitalen 10-0 Nylon-Nähte übernommen und es ist frappierend, wie nach einem Tag, um nicht zu sagen nach wenigen Stunden, dieser schwere akute Keratokonus, dieser schwere Ödem rückläufig ist. Und dann kann man nach 4 bis 6 Wochen die Fäden rausmachen und dann hat der Patient nochmal einen sehr guten Visus wieder. Also ich glaube, diesen akuten Keratokonus sollten wir alle jetzt mit diesen prädestimitalen Moränennähten versorgen. Man kann auch etwas Luft oder Gas hineinmachen, das erleichtert die Sache noch. Und der letzte Punkt zur Therapie sind die intrakornealen Ringsegmente. Wir verwenden in Homburg nicht die Ferrara-Ringe, weil uns die optische Zone von 5 mm viel zu gering ist im Hinblick auf den irregulären Astigmatismus. Wir benutzen die 7 mm optische Zone und diese hexagonalen Intex SK, hier dargestellt nach der Operation, an der Pupille zentriert. Wir benutzen nur den Femtosekundenlaser, um diese tiefstromalen, in 80% Tiefe gelegenen Tunnel zu kreieren. Und das Reinschieben ist kein Mysterium, das geht ohne jegliche Probleme. Wir haben 100 Augen von 79 Patienten bisher therapiert, auch 6 Post-Lasik-Keratektasien. Und die Frage war ja, müssen wir zusätzlich noch ein Crosslinking machen, um eine Versteifung zu erreichen? Und wir haben jetzt momentan nur die 2 Jahresdaten, weil nach 4 und 5 Jahren hin die Menge der Patienten, die wiedergekommen sind, zu klein war. Aber es zeigt sich doch vom Visus her, SC, dass er signifikant besser wird und dann bleibt über 2 Jahre. Der CC-Visus wird signifikant besser und bleibt. Und auch die Sphäre nimmt ab und bleibt. Der Zylinder nimmt ab und bleibt und auch das sphärische Äquivalent. Also momentan hoffen wir, dass wir ohne zusätzliches Crosslinking allein mit Implantation dieser Intex eine Verbesserung des SC- und CC-Visus erreichen und eine Stabilisierung. Aber da sind natürlich die Bücher noch nicht geschlossen. Und ich schließe ab mit einem Thema Forschung. Sie wissen ja, dass in Homburg wir so organisiert sind, dass wir die Forschung in der Augenklinik selber haben. Dann haben wir einen separaten Lehrstuhl für experimentelle Ophthalmologie und ein biologisches Labor, was zur Augenklinik gehört. Und es wird im nächsten Jahr durch eine Stiftungsprofessur für Limbusstammzellforschung und kongenitale Aniridie aufgewertet. Frau Stachon hat mir diese 2 Bilder gegeben. Es begann also mit einer Untersuchung des Kammerwassers, Keratokonuspatient und Katarakt. Und insbesondere der Harnstoff, der als Metabolit der Kollagensynthese bekannt ist, war signifikant bei Frauen, aber insbesondere bei Männern reduziert. Warum Harnstoff? Da muss man einen kurzen Blick auf den Arginin-Metabolismus werfen und man sieht, dass Arginin über diese Arginase zu Harnstoff und Ornithin abgebaut wird und dann über Prolin zu Hydroxyprolin. Und ich habe gelernt, nicht dass ich das gewusst hätte, ich habe gelernt, dass das Hydroxyprolin entscheidender Faktor für die Stabilisierung und die Stabilität des Kollagens in der Hornhaut ist. Und dann kommen wir zu den Ergebnissen hier aus der 2. Arbeit. Die Arginaseaktivität ist signifikant beim Keratokonus reduziert. Die Harnstoffkonzentration ist nicht nur im Kammerwasser, sondern auch in den Keratokonus-Keratozyten reduziert. Und diese Hydroxyprolin-Konzentration ist, hier sehen Sie das, auch signifikant reduziert. Ich fasse also zusammen. Ganz subjektiv, die Seitenasymmetrie nimmt mit Fortschreiten des Keratokonus zu. Fortschreiten des Schweregrades des schlechteren Auges. Die Reproduzierbarkeit der Hornhauttomographie nimmt bei Vorderabschnitts-OCT und Pentacam mit zunehmendem Schweregrad ab und man kann die beiden Geräte nicht austauschen. Die Endothelzelldichte nimmt mit zunehmendem Schweregrad ab und das ist wichtig für die DALK. Die biomechanische Klassifikation des Keratokonus mittels ORA und Corbis gewinnt zunehmend an klinischer Bedeutung. Des Corbis müssen wir erst auch noch lernen. Und ich empfehle das ABC Grading System nach Behlin als gute Klassifikation im Verlauf, auch in der Kommunikation zwischen den Kliniken und den Niedergelassenen. Wir machen nach wie vor keine Keratoplastik im Akutstadium, aber diese Moränennähte, die einfach sind und extrem hilfreich. Intrakorneale Ringsegmente wenden wir an bei mäßiggradigem Keratokonus und klarer zentralen Hornhaut und Kontaktlinsenintoleranz. Und die scheinen nicht nur den Visus zu verbessern, sondern auch eine Stabilität zu geben, ohne Crosslinking. Und wir haben gelernt, dass Veränderungen im Harnstoffzyklus einen Einfluss auf die reduzierte Kollagenstabilität beim Keratokonus zu haben scheint. Schlussfolgerung, der Keratokonus kann heute bereits im Frühjahr, Sie verzeihen mir diesen
dieses falsche Wort im Frühstadium diagnostiziert werden und so gut wie kaum eine andere Hornhauterkrankung einer stadiengerechten Therapie zugeführt werden. Wenn Sie die Diagnose eines Keratokonus beim jungen Menschen stellen, bitte verunsichern Sie ihn nicht, sondern geben Sie ihm Hoffnung, er kann außer Pilot eigentlich alles machen. Wir führen jedem dieser Patienten einer endokrinologischen Abklärung zu und bei Hypothyreose geben wir eine systemische Substitutionstherapie. Ich darf noch erinnern an unser Homburger Cornea-Curriculum, was übernächste Woche stattfindet. 4 Tage nur Hornhaut, das ist die schönste Zeit im Leben für mich. Und ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.